Straßerinnen! Falls ihr euch fragt, was wir hier machen, wir sind heute auf der Straße am 1. Mai, dem internationalen Kampftag der ArbeiterInnen. Lohnende Arbeitskräfte aller Länder ist. Es zeigt, dass die Lohnabhängigen sehr wohl in der Lage sind zu kämpfen. Dagegen werden wir heute und an allen anderen Tagen im Jahr gemeinsam aktiv. Wir wollen nicht, dass Profite mit unserer Gesundheit gemacht werden. Die Krankenhäuser müssen rekommunalisiert und demokratisiert werden. Ebenfalls gehen wir heute gemeinsam mit der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen für die Vergesellschaftung der Wohnungsunternehmen auf die Straße. Berliner Schulen und die Beschäftigten werden schon vor der Pandemie unzureichend geschützt, während Geld genug da ist für Zwangsräumungen, für Polizeirepressionen sowie für Abschiebungen von migrantischen Kolleginnen. Wir lassen uns nicht spalten. Wir kämpfen solidarisch mit denjenigen, die betroffen sind von der kapitalistischen Krise, vom Patriarchat und von Rassismus. Wir wollen eine solidarische Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Für diejenigen, die heute mit uns auf der Straße sind, danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Wir korrigieren die Zahl nochmal nach oben. Wir haben ungefähr nachgezählt, wir sind wohl so an die 2000, weil wir hätten nicht gerechnet.